Hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange Episode 4. So, wir sind wieder mal zurück auf dem Campus und sollen herausfinden, wo sich Nathan rumtreibt und ob wir ein bisschen was über ihn herausfinden. Was haben wir denn hier? Oh, great. Chloe stole money from the Handicap Access Fund. Oh. We're going to hell. Assembly Upgrade, Donation Survivor. Tja, durch das geklaute Geld. Und hier haben wir die Gedenkstätte für Kate. My sweet Kate. You will live in our hearts forever, Kate. Huch, wir haben einen ganz schön dunklen Schatten. Da kann man glatt nichts mehr lesen, was da draußen liegt. So, sollen wir jetzt hier reingehen? Okay, man könnte dort direkt reingehen. Ich glaube, wir gucken mal wieder draußen nochmal rum. I had to clear away another batch of dead birds today. Mrs. Ed. Makes me mad. Climate change isn't real my ass. I think everything is changing here. Was haben wir hier? Mal gucken, was Brooke so sagt. How are you? Considering what happened to Kate, I could be better. Are you okay? Drohne? Well, fragen wir mal nach Nathan. I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Come on, Brooke. Don't be that way. Nathan was suspended, but he should still be on campus. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date, Max. Drohne? I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Really? I can't fly your drone because I'm going to see ape movies with Warren? You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Okay, wir sollten zurück zu Chloe gehen. Chloe ist da. Ah, sie unterhält sich da. Gehen wir mal rüber und gucken mal, was wir jetzt hier mit ihr machen können. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ugh, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja Mode. So, also gehen wir mal wieder in den Ninja-Mode und schleichen uns in Nathans Zimmer. Ich denke, der ist suspendiert und ist hier eigentlich gar nicht mehr ansässig auf der Schule. Also zumindest auf dem Campus. So lame, they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Nathan's room. Okay, wo haben wir denn Nathan's Zimmer? Wir Evan. Of course. That's why no shits were given. Evan rolls. Okay, Evan. In der Duschen wird er wahrscheinlich nicht wohnen. Was haben wir hier? Skateboard ist Don't Crime. Okay, hier auch garantiert nicht. Why, hello Trevor and Dana. Trevor und Dana, okay. Hier in der Ecke haben wir das Jungs... Natürlich, das Jungs-Klo, die Jungs duschen ganz in der Ecke. Can I Hazard? Okay. Even after Kate, nobody here learned anything about bullying. So, hier also auch nicht. Wen haben wir denn hier? Bigfoot, Big Balls, das könnte Zach doch sein. Zach or Logan. Who knows? Bro's got a bro. Okay, doch nicht. Schade. Hätte ich jetzt vermutet. It's all good in this wood. Ugh, skunkweed and video games. I sense Hayden is near. Okay, Hayden's. The Prescott rule. Is this down? Ah, das hört sich doch gut an. This can only be Nathan's room. Ja, das kann nur Nathan's Zimmer sein. Gucken wir mal rein, ob er wirklich nicht da ist. Wir hoffen mal das Beste. Gut, dass wir zurückspulen können. Oder wie denkt sie sich das jetzt gerade, dass sich keiner merkt? Ein Overhead-Projektor?
Ja, schon etwas verstörend. Now I need to find Nathan's phone or anything with clues. Was schreibt denn Joyce jetzt? Max, jetzt da David nicht mehr hier ist, muss Chloe erwachsen werden und sich besser benehmen. Aber das wird nicht passieren, wenn ihr illegalen Unsinn veranstaltet, wie nachts in der Blackwell einzubrechen. Ich weiß, was passiert ist, also keine Ausrede. Ich hätte gehofft, du würdest sie auf dem richtigen Weg führen, aber sie scheint wieder abzurutschen. Du könntest so einen guten Einfluss sein, außer ihr wollt beide rebellieren. David kann sie jetzt nicht mehr die Schuld geben. Tut mir leid, Joyce. Ich baue auch Mist, aber ich versuche, einen guten Einfluss auf Chloe zu sein. Ich weiß, Max. Ich vergesse, dass ihr noch Teenager seid. Okay. Oh, wir haben hier jede Menge. Ich erfülle nur meine Rolle als Vater. Ich weiß, die Woche war hart für dich. Sie ist fast vorbei. Ich rufe später an. Aha. Juliet? Hallo? Okay, aber du kannst kein Geheimnis vor der Star-Reporterin Juliette Watson verheimlichen. Hallo? Keine Antwort mehr? Justin? Okay, frag Nathan. Er kennt ihn, glaube ich. Wofür? Gut. Mama? Oh, tut mir leid, Liebling. Hol dir eine neue. Eine Pflanze war schon stressig genug. Zurück an die Bücher. Bis bald. Zu Muxo? Und Richard Mars? Der hat uns nochmal einen Text geschrieben. Max, hier nochmal Richard Mars. Ich wollte dich wissen lassen, dass Kates Beerdigung nächste Woche stattfindet und wir möchten dich dazu einladen. Ich weiß, du hast viel durchgemacht und ich verstehe, wenn du nicht teilnehmen kannst. Kate war unser Engel und eure Freundschaft ein Segen für uns alle. Ich schicke dir später Details. Danke nochmal, dass du ein Licht in der Dunkelheit bist. Danke, Mr. March. Ich werde ganz sicher der Beerdigung beiwohnen. Ich weiß, meine Worte bedeuten nicht viel, aber ich möchte, dass Sie wissen, Kate ist immer in meinen Gedanken. Wie nett die Worte. Okay, aber jetzt gucken wir mal hier ein bisschen uns um, was Nathan so in sein Zimmer hat. That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. Der beste Sohn der Welt. Dieses Diplom belegt, dass Nathan Prisco offiziell der beste Sohn der Welt ist. 6. Juni 2006. Die Eltern ziehen Prisco. Oh Mann. Auweia, sowas kann man sich doch nicht aufhängen in einem Studentenwohnheim. Aber gut, er ist ja ohnehin etwas eingebildet. That monochrome camera is brand new and costs about 6 grand. Bastard. Ja. Okay, und ein Objektiv dazu noch zu diesem viel zu teure Kamera. I thought Victoria had the photo bling, but once again. Ja. The Prescott's Rule. Genau, Prescott's Rule. Der hat Geld, hat Macht, hat alles, aber er ist nicht mehr hier auf der Schule, dank uns. Also müssen wir vorsichtig sein. I really hope they were all consenting models. So, was hat er hier in der Schublade? Was versteckt er? Chloe. Herr Arschloch, wir müssen reden. Oder ich erzähle allen, was du getan hast. Und dafür wirst du bezahlen, Wichser. Nette Worte, nettes Schreiben, aber er hat es immerhin aufgehoben. Oh mein Gott. Chloe. Oh, Chloe. Chloe komplett ineinander zusammengefallen. Auf irgendeinem Trip wahrscheinlich. Oh Mann. Und das hier im nächsten Zimmer. Da haben wir noch. Nee, Musik machen wir lieber nicht an. Das könnte uns höchstens verraten. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Okay. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Ja, jeder hat eine schöne Seite. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. Ja, wer hätte sowas nicht? Oh, ein animiertes GIF. Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Ja, es ist schon etwas abartig, tote Vögel einfach so am Boden zu fotografieren. Obwohl, auf dem Bild hat es tatsächlich noch was. Es sieht künstlerisch ziemlich, ziemlich gut aus. Aha. Was haben wir da unten? Medikamente? Und war das gerade richtig zu sehen? I don't think this prescription has helped, Nathan. Na, wirklich geholfen hat es ihm natürlich nicht, nein. So, hier haben wir noch jedes Mal. Oh, ein Foto von ihm selber. Oh, man. That dickhead stole one of my selfies. Ach, stimmt. Das sollen wir sein. Okay. Nathan took this from Kate's altar. Why? What is with this dude?
Okay, von ihrem Altar geklaut. This room is like Nathan's mind. Ja, das spiegelt tatsächlich Nathan wieder. Nathan likes his tortured subjects way too much. Mhm, da oben haben wir noch mehr. These films all have a dark pattern. Jede Menge düstere Filme. Oh, eine Anleitung für Waffen. Ah, da hat er es anscheinend her, seine Waffe wahrscheinlich. Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. Genau, das ist genau die Waffe. A gift from... Ein Geschenk von... Benutzeranleitung, wichtige Vorsichtsmaßnahmen. GB-17 9mm Pistole, Bedienungsanleitung. Ja, die brauchen wir nicht weiterlesen, wir haben ja selber schon mal eine Waffe bedient. Da hinten haben wir erstmal noch ein Foto, dann gehen wir mal in den Computer und gucken mal, was wir da finden. I'd cry too, if I had him for a father and had to wear that suit. Und dann ab an den Computer. Wir benutzen den einfach mal. Mal gucken, was wir finden. Nathan is way into this party. Bad sign. Ja. Was geht? Victoria Chase. Nathan. An Nathan. Von Prescott an Chase. Hey, meine Hübsche, sag mir, was du heute Abend zum Vortex anziehst, damit ich genauso stylisch und teuer gekleidet sein kann. Ich bin voll scharf drauf und sammle nachher noch fette Partygeschenke ein. Ich habe meinen Alten gesagt, er soll die Bullen fernhalten, damit wir in Ruhe feiern können. Wenn wir schon den Weltuntergang feiern, dann richtig, oder? Feiern wir wirklich den Weltuntergang? Mal, wir gucken mal. Oh, bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Ah, das Video von der Vortex Club Party. Okay, das richtig krachen lässt zumindest, wo es den Anschein hätte, als ob sie es tun würde. Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Mach dir keine Sorgen von Sean an Nathan Prescott. Nate, ich weiß, diese Woche war anstrengend für dich und deine Mutter und ich sind immer für dich da. Wenn du reden willst, lass dir einfach mal einen Termin geben. Sie sind immer für ihn da, ja klar. Aber er muss sich einen Termin holen lassen, damit er mit ihnen reden kann. Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt. Aber für den Moment bleiben wir bei deinen Medikamenten. Während der Entwicklung von Pan Eastes brauche ich einen besonderen und ruhigen Sohn. Ich weiß, ein Prisco zu sein ist eine Last und ich werde dich Schritt für Schritt darauf vorbereiten. Wie mein Vater vor mir. Es war schwer, als mein Vater mir die Augen für mein Schicksal öffnete, aber eines Tages wirst du mir danken. Mach dir keine Gedanken um Blackwell. Es wird Zeit, dass wir diese verschissene Stadt einen Einlauf verpassen. Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt. Vermasse es nicht, mein Sohn. Dein Vater. Gar kein Druck. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. Okay, eine tolle Schwester, aber sie ist weit, weit weg. Christina Nathan Prescott. Tudu Bem aus Brasilien, kleiner Bruder. Es ist lange her, dass ich was von dir gehört habe. Also sag mir bitte, was in deinem aufregenden Schulleben in der Blackville vorgeht. Ich gebe bei all meinen Kollegen im Friedensschor an, dass mein talentierter Bruder Nathan ein Vollstipendium für eine der besten Kunstschulen der Welt hat. Ich kann zwar nicht immer auf mein Handy oder meine E-Mail zugreifen, aber bitte, bitte, bitte schick mir neue Campus-Fotos, damit ich indirekt durch dein Objektiv blicken kann. Ich vermisse dich und deine Bilder. Und ja, Mama hat gesagt, du steckst in Schwierigkeiten und Vater drangsaliert dich, aber du musst ihn entweder ignorieren oder dich gegen ihn auflehnen. Du weißt, ich liebe Papa Nate, aber ich bin wegen ihm in den Dschungel auf der anderen Seite der Welt. Er hat Macht geerbt, nicht Weisheit. Und die einzige Art, gegen ihn zu gewinnen, ist dagegen zu halten. Lass dich von ihm nicht für das Vermächtnis deiner Familie verändern. Ende der Predigt. Du bist in der Schule. Ich wollte nur, dass du dich dort zu Hause fühlst. Ich muss wieder zu den Mangroven. Ich schicke dir Geschenke. Schreib mir oder ich muss dir einen Jaguar ins Wohnheim schicken. Chris. Sehr nette Worte. Haben wir noch einen? Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Diätpillen, okay. Genetisches Dexamin, extreme Appetithemmer. Online erhältlich ohne Verschreibung. 100 Pillen, $250. Wow. Kiss ass much, Principal Wells.
Okay, selbst der Vorstand küsst ihm den Hintern, ja. Director Wales an Nathan. Nathan, ich möchte mich für die kurzen geäußerten Anschuldigungen entschuldigen. Ihr Name und Ihre Zeugnisse sprechen für sich selbst. Manchmal wollen andere Schüler diesen ausnutzen, um sich selbst einen Namen in der Blackwell zu machen. Ich weiß, Ihr Vater war aufgebracht, aber ich verstehe ihn, dass Sie niemals eine Waffe mit in die Schule bringen würden. Ich möchte Sie nicht vom Unterricht ablenken und bin sicher, diese Angelegenheiten wird bis Ende der Woche aus der Welt geschafft. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich immer für Sie zur Verfügung. Selbst der Direktor steht direkt hinter ihm. Aber wir haben jetzt immer noch nicht das Handy gefunden, was wir brauchen wollen. Oh, Kratzspuren. Wo kommen die denn her? What the hell are all those marks on the floor? Ja, was zur Hölle hat die hinterlassen? Oh, ein Sofa, das können wir bewegen. Let's find out what you're hiding. Ah, das Telefon, das ominöse. Oh yes, little phone, you are mine now. So, und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich schnell raus. I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Or before Nathan comes back. Genau, wir gehen aber erst in der nächsten Aufnahme zurück zu zu Chloe und zeigen ihr das Telefon. Also bis morgen, auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.